Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag um ein Schiffsunglück. Es geht heute um das Schiffsunglück der Costa Concordia. Warum sollte man sich in Zeiten wie diesen hier ausgerechnet mit einem Schiffsunglück, das 8 Jahre zurückliegt, auseinandersetzen, wo wir jetzt im Jahr 2020 kaum von einem Tag auf den anderen planen können? Die Antwort ist einfach. Ich werde in diesem Vortrag die Vermutung aufstellen und Indizien sammeln, dass im Schiffsunglück Unglück der Costa Concordia das Schicksal Europas in der Vergangenheit, jetzt und der Zukunft kodiert, vermittelt wurde. Das klingt verrückt und es lässt uns zu der Frage kommen, ob wir es hier dann mit Synchronizitäten zu tun haben, vielleicht sogar mit einer Art zyklischen Weltenwirken, wenn wir an andere Schiffsunglücke denken, Estonia, Titanic, was noch überspannter klingen mag. Ob wir also im Laufe dieses Vortrags über sowas wie eine Weltarchitektur sogar reden werden, ob das alles Zufälle und Hirngespinste sind oder ob es einfach ein schieres, perfides Verbrechen ist. Auf einen Gedanken dürfen wir uns jetzt mal wie ein Detektiv auf Suche einlassen, um den zu prüfen. Nämlich, dass wir jetzt eine Lupe nehmen und Indizien sammeln. Indizien sammeln dafür, dass das Schicksal Europas und das Schicksal dieses Schiffes verbunden sein könnte. Das klingt irre. Und mit einem logisch-kausalen Weltbild, 1, 2, 3, alles ist hintereinander auf einer Zeitlinie vielleicht sogar angeordnet, können wir das nicht. Da ist es einfach nur irr und man würde da keine Akzeptanz für bekommen. Aber ohne das Ganze jetzt überspannen zu wollen, wenn wir vernetzt denken, wenn wir so denken, wie es Jahrtausende alte Schriften schon sagen, ich erinnere an Indras Perlennetz, ja, in Indras Himmel hängt eine Perlenkette und jede einzelne dieser Perlen bildet die andere ab, sprich ist interpretierbar wie ein Hologramm. Wenn wir beginnen, die Welt wie ein Hologramm zu sehen, von gegenseitigen Abbildungen, dann könnte da schon wieder mehr Sinn drin sein. Oder wie bei Khalil Gibran, wisse, die Welt ist ein Spiegel von Kopf bis Fuß und aus einem Tropfen quellen 100 reine Ozeane hervor. Aber ich will jetzt noch nicht zu weit greifen. Ihr merkt nur, das hier gibt ein großes Bild. Da ist Costa Concordia der Aufhänger. Was jetzt noch fehlt, sind eigentlich dann Beweise für all diese Behauptungen, die ich hier habe. Wir haben ja gesehen, im Vorlauf zu diesem Buch, denn das ist eigentlich ein ganz alter Vortrag, den ich hier bringe heute. Der wurde das erste Mal 2012 gehalten. Und die Architektur von dem Vortrag ist immer noch dieselbe geblieben. Es wurde nur immer wieder ergänzt um Dinge. Ich habe 2015 gedacht, als die Migrantenwelle über Europa kam, das war's, der ist jetzt ausinterpretiert, dieser Vortrag. Nein. Im Jahr 2020 bin ich erschrocken, als ich jetzt hier den Vortrag nochmal vorbereitet habe. Der lag ewig in der Schublade schon wieder und gemerkt habe, der hängt sogar noch mit dem Great Reset zusammen. Und der erzählt, dass der da erzählt von unserer Zukunft. Heiße Behauptung, ne? Wir sehen jetzt in der Zeit, sehen wir, dass Unglücke, wir bleiben mal bei der Bezeichnung Unglück. Vielleicht setzen wir, wenn wir hier fertig sind, Verbrechen dahinter. Das hängt von euch ab. Dass Terrorakte und Unglücke immer medial verbunden sind. Wir haben World Trade Center als das Ereignis.
das millionenfach multipliziert über die Massenmedien in unsere ganzen, in unser aller Hirne geht, in unsere Wohnstuben kommt, über den Fernseher in die Wohnstube reinkommt, in unser Hirn geht und von unserem Hirn zur Welt wird, zu unserer Welt wird. Und da verbuggt etwas, da verbuggt eine ganze Menge, da verbuggt nicht nur unser Hirn als Wahrnehmung mit einer Realität, es verbuggt auch Realität mit virtueller Welt. Es gibt einen Mischmasch. Gut. Und ich glaube, damit habe ich jetzt ein bisschen schon mal etwas gesagt. Also wir werden anhand, wie auf Spurensuche, die Costa Concordia und den Untergang Europas, das werde ich versuchen, an Indizien darzulegen. Ich werde wohl dahingehend interpretieren, dass es ein magisch inszeniertes Ritual vor allen Augen war. So ähnlich, könnt ihr euch erinnern, als ihr vor dem Fernseher saßt und die Bombenschläge hallten durch das Pariser Stadion. Wir sind im Jahr 2015. Derselbe Effekt wie beim World Trade Center. Eine Information geht sofort in Millionen Hirne rein. So, oder wie bei Charlie Hebdo. Dasselbe in diesem Theater oder in Neuseeland. Das ist immer wieder dieselbe Schablone. Es wird Realität produziert. Ja, und das ist dann eben der Einsatz, der dritte Punkt, der Massenmedien und die Technik, wie ich Informationen hinter Bilder lege, die zwar jeder sieht, und die Bilder, die ich heute zeige, sind auch keine neuen Bilder, aber wir werden uns die anschauen, die interpretieren und die Inhalte, die hier sind, die sind für alle neu. Das ist der Hammer. Okay, gut. Und dann bleibt eigentlich die Frage, wie fange ich an, so eine Geschichte wie die jetzt zu erzählen? Wie erzähle ich die? Wo beginne ich? Ich könnte in meinem Bett anfangen, wo ich als kleiner Bub da lag und wollte die Welt verstehen. Ja? Ich könnte damit anfangen, dass ein Remote-Viewer mir gesagt hat, boah, als er auf das Target Costa Concordia geschickt wurde, das war auch so ein Anziehungspunkt für Remote-Viewer, ja? Er sagte, es ist ja wie die, er hat zwei Sachen gesagt, es ist ja wie die Titanic und es ist ja irgendwie wie Europa. Ja? Er hat nicht kapiert, was er da sieht. Es waren zwei Sachen, auf die ich eingerastet bin. Und auf diese zwei Sätze, das plus dann forschen, basiert der Vortrag. Ja, und die Frage ist, wie erzählt man nun so eine Geschichte? Ich habe mich dafür entschieden, diese Geschichte mit einem Film zu erzählen. Mit einem Film, der Voraussagen macht. Denn diese komischen Voraussagen, die haben wir ja auch öfter. Bei den Unglücken oder den Terrorakten. Ja, lasst es uns ansehen. Nächste Folie. Das ist der Film 2012. Da gucken wir uns gleich etwas an, einen kleinen Ausschnitt an. Hey, pass dir auf, Vorsicht! Habt ihr es bemerkt? Es gab in dem Film sogar eine Handlungsanweisung für den Zuschauer. Hey, passen Sie auf! Und dann, was passiert dann? Ein kleiner Junge wird ein Boot in eine Pfütze hinaustreiben lassen. Fiel das auf? Weil normal, es ist nur eine Sekunde. Und es wäre vielleicht noch nicht mal bedeutsam, wenn der Film 2012 für das Jahr nicht lauter Voraussagen gemacht hätte. Nicht nur dieses Boot, sondern auch dann die Sonneneruptionen, später so etwas wie eine doppelte Mona Lisa. Da gibt es einen extra Vortrag von mir zu, über die Voraussagen und über andere Zusammenhänge. Das machen wir heute nicht. Aber dieser Film hat mehrere Voraussagen gemacht, die 2012 tatsächlich eintrafen. Und er begann folgerichtig tatsächlich mit dieser Szene, mit dieser Szene. Da sehen wir jetzt das Boot im Wasser liegen. Von dem Bub, den wir oben links da kauern sehen. Und obwohl dieser Film 2009 am 11.11., eine Meisterzahl, die 11, die doppelte 11 auch, seine Weltpremiere hatte, wurde er, wie ich es hier schon geschrieben habe, am 9.01. zum ersten Mal in Deutschland 2012 ausgestrahlt und am 12.01.2012 ausgestrahlt. So, und jetzt frage ich, an was erinnert dieses Boot hier?
auf der Seite liegend. An was erinnert dieses Bild? An das Unglück der Costa Concordia, einen Tag später als der Ausstrahlungstermin im US-amerikanischen Fernsehen. Nicht der erste, nein, aber einer. Es wurde nochmal ins Programm hereingenommen. Und in einer niederländischen Serie, die ebenfalls sich auseinandersetzt mit dem Jahr 2012, einem niederländischen Film, heißt es Das Jahr Null oder Das hat schon den Anflug vom Reset, das Jahr Null. Da, wo man die Zeiger wieder zurücksetzt, um neu zu zählen. Da, wo das Alte überschrieben wird. Ja? Wir beginnen mit einer Neuzählung. Und da merkt man schon, wir kriegen jetzt mit dem Wissen von 2020, kriegen wir da so einen kalten Hauch ab. Ja? The Great Reset. Es steckt da schon drin. Ja. Doch zurück zu dem Foto. Ja, es erinnert an die Costa Concordia. Es ist wie ein Spiegelbild der Costa Concordia, denn es liegt sozusagen falsch rum. Ja, falsch rum auf der Seite. Aber von den Schornsteinen, und ich hoffe, man sieht es noch besser, dass man das irgendwie noch mal bearbeiten kann, nachbearbeiten kann. Und vom Rumpf, der Rumpf ist schwarz, erinnert es nicht an die Costa Concordia. Da ist es ein anderes Schiff, fast ein Mischschiff, was hier verbacken scheint. Mit welchem Schiff könnte es also in Zusammenhang stehen? Ja, genau, mit der Titanic. Und damit haben wir zwei riesige Schiffskatastrophen vereinigt oder verbacken in einem Bild, das ganz schnell in einem Spielfilm mal eben gezeigt wurde. Und jetzt hängt es an mir, Details und Hinweise zu liefern, warum das ausgerechnet der inszenierte Untergang oder, Achtung, die Flutung und Zerstörung Europas sein sollte. Wir dürfen uns dabei von einem Europa an ein Europa erinnern, das vielleicht die Festung Europa ist. Die Festung Erste Welt, abgegrenzt über ein Meer von der Dritten Welt. Und just vor den Burgmauern oder eben im Mittelmeer, im Niemandsland, dort, wo meist dann gekämpft wird zwischen den Fronten, dort schlägt ein Boot, was auch ein Archetyp ist. Leck. So, okay. Und wir sehen auf diesem Bild schon das, was wir die letzten Monate auch schon in der Realität sehen. Wir sehen umgekehrte Verhältnisse. Das ist zwar hier nicht ganz das Unterste zu Oberst wirklich verdreht, aber die, sagen wir mal, inneren Werte dieses Bootes sind, oder dieses Schiffes, dieses Luxusliners, das ist es. Die inneren Werte, die sind bereits geflutet. Ja, mal traumähnlich, symbolhaft mal denken, dass man das, was man sieht, nicht nur auf der Seite liegendes Schiff, sondern das mal symbolhaft betrachtet. Ja? Ehemaliger Luxus wird zu Schrott. Wenn wir Luxus mit Kapitalismus verbinden, was wäre dann der Schrott, der Zusammenbruch des Kapitalismus? Und aus dem Traumurlaub ist hier der Albtraum geworden. Ja? Da sehen wir, es verkehrt sich alles. Nichts bleibt, wie es war. Gut. Fangen wir an mit den Indizien. Nomen est omen. Im Namen liegt Bedeutung. Die Costa Concordia, was heißt es denn eigentlich, die Costa Concordia? Concordia ist die Eintracht oder die Einigkeit. Und die Einigkeit treibt, unfähig selbst gesteuert zu werden, wie ein tönerner Koloss, der einst wertvoll war, wie Schrott im Wasser. Handlungsunfähig, auf Hilfe von außen angewiesen, geflutet. Und wenn wir jetzt einen Archetypen nehmen, den Archetyp Schiff, das Wüstenschiff, das Kamel, das Wüstenschiff in der Wasserwüste, ja? Der Archetyp Schiff, die Arche Noah, das, was uns inmitten einer Wüste, der Wasserwüste, beschützt,
Die Regierung, der Kapitän, die Passagiere, das Volk, die Außenhaut, die Grenze, die verletzt worden ist hier. Die Grenze, die nicht mehr abgrenzt, wo von außen geflutet wird. Wir haben oft gelesen, Europa wird geflutet, nicht mit Wasser. In Wahrheit waren es dann Menschen, die nach Europa einfluteten. Währenddessen, was ist hier passiert? Die Menschen, die hier einst drauf waren, sind alle gegangen. 1200, oder was? Und das Wasser flutete rein. Und die Frage ist doch auch, Concordia, die Eintracht. Was passiert, wenn die Eintracht sinkt oder havariert? Dann bricht die Eintracht auseinander. Wenn wir das Ganze jetzt so ein bisschen übersetzen, könnten wir auch sagen, vor der Küste der Einigkeit, also vor Europas, also der EU-Küste, das wäre es dann, vor der Küste der politischen Einigkeit, treibt dann deren Symbol, die havarierte Einigkeit in einem Schiff dargestellt, handlungsunfähig im Meer. Hätte man es perfekter sagen können? Ich glaube, nein. Man muss nur von der reinen Logik weggehen und ein bisschen mehr wieder wie ein Kind gucken. Ein tönerner, wertloser Koloss ist es geworden. Und das Wasser steht ihm bis zum Hals. Unkontrollierbar. Und nun lag es da, ich lese mal vor, vollgesogen, ein Schatten seiner selbst, ein metallener Koloss, auf Hilfe von außen angewiesen, aus eigener Kraft nicht mehr fähig, sich aus seiner misslichen Lage zu befreien. Das Wasser stand bis zum Hals. Der einstige Stolz der Reederei, der Luxusliner, hat nun Schrottwert. Katzengold. Einstige innere Werte sind zerstört, weder kontrollierbar noch steuerbar. So wie eine untergehende Kultur noch ein tönerner, innenhohler Koloss ist. Vielleicht genau wie die Europäische Union. Ein Zeitungsartikel, ein Staatengebilde, noch fortexistierend zwar, doch ohne inneren, ohne ideellen Wert. Der tönerne Koloss zerbricht. Ein Zeitungsartikel über den Zustand der Costa Concordia brachte es auf den Punkt. Ein Schiffsingenieur wurde von der Regionalzeitung Il Tirreno interviewt. Ersetzen Sie den Namen Costa Concordia nur mit der EU. Die Struktur, die EU, die Struktur bricht jetzt zusammen. Ein Kollaps der Costa Concordia ist zu befürchten. Ich finde, er hat sich seltsam ausgedrückt. Die Struktur, das ist ein Schiff, eine Struktur bricht jetzt zusammen. Ein Kollaps ist zu befürchten. Das passt viel besser auf ein Staatengebilde als auf ein Schiff. Aber es sind nur Hinweise. Ja, aber auch Zeichner oder Witzemacher haben es perfekt auf den Punkt gebracht. Ganz unten rechts. Ein Witz. Auf der Costa Concordia stehen zwei Taucher und sie betrachten die Euro Concordia. Es sind also keine ganz so abgefahrenen Gedanken, die ich hier äußere. Da hatten auch andere diese Idee. Die geht gerade unter, mitsamt dem Euro drauf. Und schaut mal, was für eine... Da oben steht die Frau, ich denke, es soll die Frau Merkel sein. Denn der eine sagt zum anderen, immerhin, da drüben ist der Kapitän noch an Bord. Eine Bemerkung, weil der Herr Schettino, der Kapitän von der Concordia, der ist ja vor den Passagieren von Bord gegangen. So, als würde die Regierung dann von Bord gehen, also das Land verlassen, wenn die Struktur zusammenbricht, also wenn das Land in Bürgerkriegen oder Uneinigkeit zerfällt. Wenn das Recht auf einem Schiff herrscht, was für ein Recht herrscht auf einem Schiff? Seerecht? Handelsrecht? Geht das Handelsrecht gerade unter? Interessanter Gedanke zum Nachforschen, oder? Und der Name, man könnte jetzt sagen, du bildest dir da was ein. Der Name Costa Concordia, der wird einfach genannt. Man benennt Schiffe halt. Hätte jetzt auch jedes andere sein können. Nein, da steht's. Wikipedia. Der Name Concordia sollte den Wunsch nach anhaltender Harmonie, Einheit und Frieden zwischen den europäischen Nationen zum Ausdruck bringen. Und was macht es? Es säuft ab. Und da drinnen die Kabinen, denken wir mal an die Kabinen, bitte bildhaft denken, einfach bildhaft.
Die Kabinen, die Wohnungen oder Städte könnten das symbolisieren. Könnten die das symbolisieren? Gibt es da Hinweise zu? Ja, ich liefere die. Was mit denen passiert? Ja, die saufen auch ab. Was passiert denn dann mit den Städten und Wohnungen hier in Europa überall, wenn die da absaufen? Was vormals also mit Passagieren gefüllt war, ist nun mit Wasser gefüllt. Könnte das bildhaft auch so etwas wie ein Resettlement sein, was da ausgedrückt wird? Und als ich bei solchen Interpretationen war und den Vortrag im Jahr 2015 nochmal rausgekramt habe, dachte ich mir wirklich, wir sind an der Grenze der Ausdeutung, weit gefehlt, weit gefehlt. Bleiben wir aber nochmal ein Stück dabei und schauen uns an, welche Hinweise und Indizien es noch gibt. Es gibt den Namen, okay. Haben wir noch mehr? Ja, wir haben noch mehr. Und jetzt wird es ganz merkwürdig. Die Costa Concordia war eine Ode an Europa. Es war eine Ode. Es gab 13 Decks, die nach den Ländern benannt waren. Darunter war Großbritannien, damals noch drin, Irland, Polen, Österreich, Frankreich, Deutschland, Portugal. Was ich mich gefragt habe, warum waren das 13? Kann jetzt ein rationaler Mensch sagen, mein Gott, 13, bist jetzt auch noch abergläubisch. Nö, nicht nur ich, guckt mal da, hier, bis heute so. In einem Flieger, als wir noch viel geflogen sind, in einem Flieger gibt es die 13. Sitzreihe nicht. Aberglaube. Ja, warum also 13 Decks? Gab es irgendeinen Grund für 13 Decks? Im Jahr 2004 wurde die in Auftrag gegeben. 2004. Hatte die EU vielleicht im Jahr 2004 13 Staaten? Nee, hat 15. Und 10 waren schon wieder im Programm, dass die dazukommen. Ja, wieso machst du dann 13? Unglückszahl? Ah, ich weiß, es könnte ja sein, dass wir 13 Sterne auf der EU-Flagge haben. Ne? Nee, haben wir 12. Also es gibt keinen Sinn für 13. Ist doch merkwürdig, oder? Ich meine, ein Schiff, was nachher kentert, was untergeht, hat im Vornherein schon eine Unglückszahl an Decks. Wo doch gerade Seemänner so abergläubisch sind. Und Reedereien. Das passt, ich finde, das passt nicht. Und dann kam dieser Gedanke bei mir, okay, der ist wirklich ketzerisch, aber war dieses Schiff vielleicht sogar als Opferlamm geplant? Abbau? Nein, es ist doch abgefahren. Millionen da irgendwo reinstecken, damit es dann ausgeschlachtet wird am Ende? Also und ich bitte, weil ich rede sehr oft in Andeutungen, es immer auch parallel als Staatsgebilde zu verstehen. Also wenn ich sage, war die Concordia dazu gedacht, ausgeschlachtet zu werden, war dann vielleicht die EU auch dafür gedacht, dass sie ausgeschlachtet wird? Also die Staaten darin, aus was sie besteht. Hier nochmal. Und hier sehen wir eben, dass die Decks, die 13 Decks, noch längst nicht ein weiteres Indiz waren, sondern das ganze Schiff, man sieht es oben an der blauen Schrift, das ganze Schiff war durchsetzt mit Piano-Bars, Cafés, die nach Hauptstädten benannt worden sind. Und schaut mal, eine sehr schöne Synchronizität. Als ich dieses Bildschirmfoto gemacht habe, die Quelle ist da irgendeine Reederei, ist unten immer Werbung eingeblendet worden. Ja, immer Werbung. Und guckt mal links unten, was sich da zeigt, was da eingeblendet ist. Ja. Das sind so kleine Synchronizitäten, die dann auftauchen. Ja, also dieses Schiff hat nicht nur die EU gespiegelt, es hat auch die Landmasse in den definierenden Territorien, aus denen es besteht, gespiegelt. Und es wird noch verrückter. Es wird noch verrückter. Es gab, auf diesem Schiff wurde ein Film gedreht. Es war der Film Sozialisme von Jean-Luc Godard. Und da wird auf das verregnete Sonnendeck wird drauf gefilmt, wo keiner ist, wo die ganzen Sonnenstühle verlassen da liegen, im Regen.
Und es sollte ausdrücken, das hatte so einen Anklang daran, dass die Party vorbei ist. So ein Schiff ist ja ein Luxuskreuzer, dass die Party vorbei ist. Welche Party? Die Kapitalismusparty? Die Kapitalismusparty ist vorbei. Und der Film hieß Sozialismus. Mhm. Klar. Sind das alles nur Einbildungen, frage ich mich dann. Sind das nur Einbildungen? Wurde gedreht. Ja, zu dem anderen komme ich später. So, dass mein Fazit damals schon war, abgefahren. Ist Europa auf der Fahrt so rein in so einen Neosozialismus? Ist das jetzt im Jahr 2020, war von meinen alten Gedanken selbst beeindruckt, ist das jetzt der Fahrplan? Leben wir gerade im tönernen Koloss? Gut, keine Logik für die 13 Länder und die Werbung im Screenshot. Ich denke, wir können weitermachen. Da haben wir nochmal ein Bild. Es ist sehr schön aufgeschlüsselt, dieser Luxusliner, ja. Dieser Luxusliner, der geflutet wurde. Aus dem Luxus wurde Schrott, aus schwimmend wurde sinkend, aus bitte in Gleichnissen denken, ja. Aus schwimmend wurde sinkend, aus dem Traumurlaub, der Albtraum, das hatten wir, aus dem Kapitalismus, der Sozialismus. Ist das gut ausgedeutet? Ich glaube, es langt. Das ganze Schiff war eine Ode an Europa, ich habe es schon gesagt. Gut, jetzt wird es noch spannender. Wir gehen mal zu dem Unglücksort. Denn man kennt es vielleicht aus anderen Unglücken. Dass die Orte auch Bedeutung haben, so wie die Abfolge von Handlungen vielleicht Bedeutung hat. Oder, aber das sind natürlich alles sehr verschwörerische Gedanken. Aber gucken wir mal, was wir an rationalen Gedanken auch dafür finden. Ein bedeutungsschwerer Unglücksort habe ich hier. Warum sollte der Ort der Havarie perfekt inszeniert sein? Die Costa Concordia ging, als sie oder nachdem sie von der Route abwich, von der geplanten, fuhr sie auf die Insel Giglio zu. Giglio. Und dort wurde sie unterirdisch von einem Fels aufgeritzt. Legte sich auf die Seite und trieb dann. Die Leute wurden evakuiert. Kommt da jemandem dieses Szenario schon so ein bisschen bekannt vor? Wenn nicht, einfach behalten. Ich gehe noch drauf ein. Wir gucken uns jetzt die Insel Giglio an. Wikipedia beschreibt es als, ich habe es ja so, die Insel der Ziegen. Okay, Insel der Ziegen. Was passiert, wenn ich Insel der Ziegen oder Ziegen, ich möchte ja mit euch symbolhaft oder wie ein Kind oder traumähnlich denken. Was passiert, wenn ich Insel der Ziegen dann in Google eingebe und sage, hier, gib mir mal ein Symbol dafür. Bumm, da sind wir wieder. Das kommt raus. Google-Suche, Ziegen, Symbolismus. Nummer eins, ich bin auf Bilder gegangen, zack. Dann habe ich was, das Satanszeichen oder diesen Ziegenkopf. Okay, das kann natürlich ein Zufall sein. Na klar, gucken wir weiter. Verstehen wir die? Da sehen wir, wie die Costa Concordia vor der Insel, vor dem Hafen von Giglio im Meer liegt. Man sieht, das war nicht genau der Unfallort. Sie ist erst noch gefahren, hat gewendet. Es war aber nachher der Ort, wo sie zuletzt liegen blieb. Schauen wir uns das genauer an. Vor der Hafeneinfahrt sind die beiden Leuchttürme. Okay, zwei Leuchttürme, genau rein. Wir kennen diese Leuchttürme. Also man kann die sehen, man kann sie interpretieren, als in jedem Freimaurertempel die bestehenden Säulen Jachim und Boas. Ja, wir haben die Hohepriesterin hier auf der Tarotkarte, Boas und Jachim. Die Hohepriesterin steht zum Beispiel dafür, ich decke auf, ich zeige etwas, was bisher verborgen war. Auf der Insel Giglio übrigens, die hat ein Wappen und auf dem Wappen sind Bienen, die zu Lilien werden. Ja, die Lilien und die Bienen sind das Inselwappen. Die Biene ist ein altes Freimaurersymbol und die Lilie ist unter anderem auch eine Todesblume. Die hat viele Bedeutungen, aber auch ein Tod. Die Bienen sind ein Freimaurerwappen. Und hier haben wir genau dann diese beiden Säulen auch. Ist doch merkwürdig, oder? Was heißt es? Jachim und Boas. Jachim, ich bin Gott und habe die Kraft oder so etwas. Und Boas, ich werde aufrichten. Jetzt liegt das Schiff an genau der Unglücksstelle im seichten Wasser. Andere Schiffe, Estonia, Titanic, sind gesunken. Nein, das liegt im seichten Wasser. Da, wo ich sie aufrichten kann.
Und just sagt die eine der Säulen von den Freimaurertempeln genau das aus in seiner Betonung. Ich werde aufrichten. Genau das, was mit dem Schiff dann passiert. Alles nur Zufälle? Gucken wir uns den Unglücksort noch mal genauer an. Wo ist es denn untergegangen? Ich sag's gleich, wenn man jetzt irgendwelche Maps nimmt oder so, findet man diese Auflösung nicht. Man braucht Seefahrtskarten. Da haben wir in Giglio, Isola del Giglio, haben wir den Punta del Lazzaretto. Als ich das 2012, 13, 15 rausgekramt hatte, kam mir das komisch vor. Lazarett, okay, das ist so ein Militärkrankenhaus oder sowas. Und ich habe gefühlt, da steckt was drin, wie so ein Datenpaket, da steckt was drin. Ja? Aber es war nicht ausdeutbar letztlich. Ich habe es zwar auch schon ins Buch mit reingenommen, aber es war, da blieb nur Unschärfe. Ja? Okay, wir kommen mal drauf. Jetzt hat sich's aufgelöst. 2020 hat sich's aufgelöst. Wir kommen drauf, wir bemerken uns das. Das ist der Punta del Lazzaretto. Und dann gucken wir uns genauer an. Der Punta del Lazzaretto, das ist eine Halbinsel. Und die besteht aus dem Punta und aus der Cala, also die Bucht und die Landzunge. Und guckt mal genau, jetzt sind wir wirklich genau da eingeparkt, liegt das Schiff zwischen beiden Punkten. Zwischen den beiden Quarantänepunkten. Wird uns hier ein Blick hinter die Kulissen gewährt? Oder wie der Film 2012 gesagt hat, seht her, aufpassen, als es da lag. Seht her, aufpassen. Da ist die Handlungsanweisung für uns alle im Film. Oder aber... Das ist alles eine Einbildung und ihr habt jetzt einfach eine gute Zeit dann. Okay. Ich sage, es ist wie eine Theaterbildinszenierung. Gut. Punta del Lazzaretto. Ich sage gleich dazu, Punta hat so eine Latte-Übersetzung. Ja, das ist, wenn man es in DeepL eingibt, bekommt man den Hinweis Punta, den Hinweis auf Quarantäne. Ja, Punta ist der Hinweis. Und dann ist Punta del Lazzaretto der Hinweis auf eine Quarantäne. Ich habe es im Google-Übersetzer probiert, da ging es nicht. In DeepL, Batsch, ging es so. Ja, also nur um es, es muss nicht genau so sein, aber es ist ja, ein Hinweis auf Quarantäne. Das Schiff, Moment, wir gehen jetzt dem nach, das Schiff bildet einen Hinweis auf eine Quarantäne. Auf welche Quarantäne? Das hat bis 2020 keinen Sinn gemacht. Aber jetzt macht es Sinn. Das Schiff, die EU... im Namen trägt und seine Staaten und seine Bars und Hauptstädte und abgesoffen da liegt, handlungsunfähig. Das Schiff ist ein Quarantänehinweis. Brauchen wir es noch deutlicher? Ja, da haben wir das Lazarett, Lazaretto. Und da haben wir drinnen eben die Quarantänestation und das Seuchenspital. Neben anderen Dingen, ja. Übrigens, wurde der Punkt in Giglio, der wurde so genannt, weil damals da Schifffahrtsreisende ein Krankenhaus hatten, ja? Direkt davor, da, wo das Schiff liegt. Passt doch, oder? Was heißt das dann für uns hier? Das Seuchenspital Europa liegt dort spiegelbildlich im Wasser. Europa als Lazarett. Wenn ich dieses Bild auffasse, eine Theaterinszenierung. Bildhaft, traumhaft, wir spielen nur. Ja? Wir müssen nicht beweisen, wir spielen. Ich fasse es auf wie ein inszeniertes Ereignis, wie ein Theaterbild. Dann hätte ich natürlich hier wie einen Altar, ja, das war hier ein Kirchenschiff zum Beispiel, wie in einem Altar ist dann hier vorne das Schiff quasi geopfert worden. Wie ein, da sind wir bei dem Ding Opferlamm. Ja? Es liegt wie ein geopfertes Lamm da. Bevor es dann, ich werde aufrichten, wieder aufersteht, resettet wird. Bevor es neu gemacht wird. Und komisch dann auch, als ich die Insel jetzt nochmal gegoogelt habe, kamen wir tatsächlich zu Covid-Analogien. Das nur mal am Rande erwähnt. Ja. Diese Insel ist verschont worden. Warum? Wieso? Ließ ich nicht erörtern. Ja? Aber seltsam, oder? Ich kann es auch nicht aufklären jetzt. Ich kann es aber wenigstens sagen. Ja? Okay. Europa wird abgewickelt.
Am Tag der Katastrophe hat die Ratingagentur Standard & Poor's die einzelnen Länder Europas downgeratet. 9 Stück. So, und damit hat man es verknüpft, ne? Das Schiff sinkt und die Kreditwürdigkeit der Länder wird herabgewürdigt. Und downgegradet, so wird es dann immer genannt, wurden Frankreich, Österreich, Italien, Spanien, Portugal, Zypern, Malta, Slowenien und die Slowakei. Und einige wurden not cut, man sieht es darunter, not cut. Da war unter Umständen Deutschland, Niederlande, Belgien und so weiter dabei. Aber klar, jetzt ist auch nur ein Detail, aber es ist interessant. Da ist die Schiffskatastrophe am selben Tag mit den wirtschaftlichen Veränderungen. Gut, das kann ein Zufall sein, ne? Klar. Es bleibt aber ein synchronistisches Ereignis, ne? Die Decks, die einzelnen Decks habe ich hier nochmal verbunden. Warum sage ich das? Wir machen jetzt nämlich eine Zeitreise zusammen. Wir machen eine Zeitreise, wir fahren 100 Jahre zurück. Sie können es da mitlesen. Nein. Wir fahren 99 Jahre und 9 Monate zurück. Exakt auf den Tag, 99 Jahre und 9 Monate. Nicht ganz. Wir vergleichen jetzt die Concordia mit der Titanic. Jetzt wird es ganz verrückt, oder? Wenn ich den Sinkzeitpunkt nehme, wir nehmen die Kollision mit dem Eisberg oder dem Felsen. Huch, guck mal. Beiden Schiffen wurde durch ein Objekt im Wasser die Außenhülle zerrissen. Passt ja ganz gut. Beides waren Luxusdampfer. Huch. Beiden wurde der Außen. So, wenn ich den Zeitpunkt der Kollision nehme, passt es nicht. Es passt nicht. Das ist 2 Tage zu spät quasi, 2 Tage zu früh. Wenn ich danach gehe, wann die Titanic gesunken ist und wann die Costa Concordia umgekippt ist, passt es auch nicht. War immerhin 1 Tag später bei der Costa Concordia durch die Nacht. Aber wenn ich dann den amtlichen Beschluss der Bergung, nämlich das, was planbar und dann kalkulierbar nehme, dann passt es. Immerhin. Ich will nichts herbeireden oder herbeizwingen, aber ich will untersuchen. Ich will genau gucken. Ja? Also die Titanic sinkt und hier wird ein amtliches Untersuchungs- und Bergungsende der Opfer wird festgetackert auf den 15.04. Dann passt es auf den Tag, immerhin. Dann wäre ich also nach genauen 99 Jahren und 9 Monaten, ja, wo wäre ich dann? Ich habe es ja schon gesagt. Bei einer direkten Verschränkung, ich nehme extra diesen quantenphysikalischen Ausdruck, um eben dieses Vernetzte, das Holistische darinnen zum Ausdruck zu bringen, dann lande ich genau bei einer Verknüpfung mit der Titanic. Und dann gucken wir uns mal an, was es an Gemeinsamkeiten gibt zwischen diesen beiden. Ja, ich fange mal mit dem an, was ich am eindrücklichsten fand. Während des Unfalls haben Passagiere berichtet, wurden in den Räumen, in den Restauranträumen, man hatte immer so eine Berieselung auf diesen Luxuslinern, wurde die Titanic-Melodie gespielt. eine Bordkapelle war jetzt nicht zugegen, als die havarierte, wie bei der Titanic, das war nicht so. Ja, aber beide Unfälle waren während dem Abendessen zum Beispiel auch, ne? Beide änderten die Route. Ja, und durch diesen Kurswechsel kommt es überhaupt erst zu dem Unfall. So wie vielleicht in Europa auch ein Kurswechsel zur Kollision führt. Und dann hatte ich noch eine Sache, das war auch sehr interessant. Ja genau, was die beiden verbindet. Es ist kaum zu glauben, aber auf die spanische Zeitung El Mundo berichtete 2011 noch, dass auf der Concordia Fotoaufnahmen, ein Fotoshooting gedreht wurde. Thema: Nachstellung von Szenen auf der Titanic. Also, es könnte dort Gemeinsamkeiten geben. Und was mir nochmal wichtig ist dabei, das P hinter diesen Sätzen, es sind alles planbare, machbare. Man war da nicht abhängig von einem Schicksal oder sowas. Was hier alles steht, ist planbar. Machbar. So, das große Bild, ein Verbrechen. Da fehlt natürlich das Fragezeichen. Ein Verbrechen also,
als Wirtschaftssignal zur Abwicklung des Euroraumes verbunden mit der Titanic. Wow, das ist harter Stoff. Da fehlt wirklich schon noch die Aluhaube auf dem Kopf. Deswegen nehmt es wie einen Traum wahr. Ich habe es schon öfter gesagt. Ja, das haben wir eben auch. Die Verschränkung, dass der Titanic-Untergang mit der Abschaffung eines alten Geldsystems zusammenhängt. Unglaublich, oder? Ich werde es auch noch nachliefern. Was wäre dann mit der Costa Concordia? Wenn die sinkt und diese Bedeutungsinhalte stimmen würden, dann müsste doch jetzt unser Geldsystem folglich auch wieder verändert werden. Was wäre dann jetzt mit der FED? Ja, die FED ist schon zumindest nicht mehr die, die sie war. Und ein Geldsystem, wir stehen am Rande von Blockchain und Kryptowährung, von digitaler Währung. Ein Geldsystem, unser Geldsystem, ist am Ende. Das heißt, auch jetzt wieder werden wir es wahrscheinlich mit einem Switch zu tun haben, wo sich das Geldsystem ebenfalls wieder, wie 1912, verändert. Deswegen nehme ich jetzt als Arbeitshypothese Costa Concordia, vergleiche ich mit der Titanic. Die beiden hängen zusammen und symbolisieren eine Wirtschaftsmanipulation oder einen Systemwechsel. Was gibt es da an Hinweisen für? Ja, was haben diese drei Personen gemeinsam? Isidor Strauss, Benjamin Guggenheim, John Ascher, Jacob Ascher der Vierte. Die waren alle drei Multimillionäre, sehr einflussreich und Finanz- wie Wirtschaftsoligarchen. Das waren sie. Richtig, richtig große Brocken ihrer Zeit. Und die haben noch eine Gemeinsamkeit. Die wurden alle drei eingeladen von einem Kumpel, doch eine Tour auf einem Dampfer zu machen. Nämlich auf der Titanic. Jetzt kommt die Frage ans Auditorium. Was unterscheidet die drei von der da oben? Das ist der JP Morgan. Der hat die eingeladen. Zu einer Dampfer-Tournee, ja. Also Titanic war ja damals eine ganz dicke Sache. Aber just einen Tag, bevor die Titanic abfuhr, hat er abgesagt. Konnte er nicht mitfahren. Die drei da unten haben noch eine Gemeinsamkeit. Das waren alles große Kritiker der FED und von einem nicht goldgedeckten Währungssystem. Und der Herr da oben, der hatte die gegenteilige Meinung. Der wollte die FED und der wollte auch das Währungssystem. Wie wir alle wissen, wurde 1913 am 23.12. den Abgeordneten in Amerika quasi kurz vor dem Winterurlaub oder dem Weihnachtsurlaub schnell hauruck eine Gesetzesvorlage untergeschoben, um die FED zu gründen. Ein Jahr später. Weil die Kritiker, die waren. So, Ergebnis, die Gründung der FED. Und die Lizenz zum Gelddrucken ohne Deckung. Und es beweist oder zeigt uns, wie alle diese Dinge bis heute zusammenhängen. Und für diejenigen unter Ihnen, die das Ganze noch ein bisschen abgefahrener wollen, für diese Traumbilder, ich hätte die Geschichte, die ich Ihnen eben erzählt habe, ich hätte die auch am Weihnachtsabend 2011 beginnen können. Es war eine ernst gemeinte Frage, die Einleitung von meinem Vortrag hier. Es war eine ernst gemeinte Frage, weil da flog ein Asteroid über den deutschen Himmel oder den europäischen Himmel. War es ein Asteroid? Nee, war kein Asteroid. War Weltraumschrott von der Sojus, der da runterging am Weihnachtsabend. Wie die Sterne von Bethlehem. Waren ja immer Vorboten Himmelsereignisse früher. Ja? Wenn wir jetzt unsere Altvorderen gefragt hätten, waren ja immer Vorboten. Wenn da oben am Himmel, wie im Himmel so auf Erden. Was im Himmel passiert, passiert nachher da unten. Ja? Das ist das Perlennetz von Intra. Vernetzt denken. Was für Weltraumtrümmer sind da runter? Von der Sojus. Ah, die Sojus, okay. Und was heißt die Sojus? Ja, auf Russisch ist das die Einheit. Weihnachten 2011, die Einheit verglüht am Himmel über Deutschland. Aha. Aha. Im Grunde habe ich eben hier
Von Weltraumschrott also erzählt. Das war dasselbe in Grün, ja. Ist ein genauso synchronistisches Ereignis. Okay, und so gibt's, ach, ganz wichtig, ja, genau. Und wie sähe dann unsere Zukunft aus? Wie sähe unsere Zukunft aus, wenn man möge den Vortrag danach bemessen, was für uns geplant ist? Wenn also dieses Schiff und sein Schicksal und was da geschah jetzt wirklich nicht nur ein Traumbild wäre, ja, sondern es wäre knüppelhart ernst. Was würde dann passieren? Naja, die Concordia wurde gehoben, das unterscheidet sie von der Titanic. Vielleicht hängt darin sogar auch wieder Kalkül, wenn es da so seicht war im Wasser, damit man später heben kann und ausschrotten kann, um die Werte aus dem Kadaverkörper rauszuholen, um alles zu vereinzeln wieder, was vormals verbaut war. Also sprich, die Nationalstaaten wiederherstellen und dann die Werte da rausnehmen und alles zu verschrotten? Und ist es dann ein Zufall, dass der Herr Schwab in seinem Bestseller Covid-19 dieser Tage ausgerechnet auf ein Schiff in seinen Zitaten abstellt, das Schiff als Regierung, wir haben diesen Archetypen ja schon benannt, diesen Symbolismus. Es ist gut, dass das Schiff sinkt. Welches? Die Concordia? Ich sage das jetzt mal. Das hat er nicht gehört. Nein. Aber ich sage das jetzt mal. Es ist gut, dass das Schiff gesunken ist. Ja? Denn dann konnten wir da die ganzen Werte noch mal rausholen und alles verschrotten und recyceln. Ja? Denn wir werden einige Arbeitsplätze schaffen, wenn das Schiffswrack aus dem Wasser gehoben werden muss. Und er redet hier von Staaten oder von politischen, wirtschaftlichen, finanziellen Strukturen, die dann recycelt werden. Genauso wie der alte Luxusliner, wie die alte Welt, wie die alte erste Welt, wie die Festung Europa, wie der Kapitalismus, der uns überschwemmt hat mit Gütern und Wohlstand. Der wird jetzt recycelt. Ja, das war's. Es gäbe noch eine ganze Menge mehr zu erzählen. Ich verweise dann auch auf die anderen Programminhalte zum Great Reset, wo wir auf die Zukunft noch mal genauer eingehen werden, die hier vorgedacht ist für uns. Es möge an jedem selbst liegen, ob er das Ganze jetzt als Zufall, Verbrechen, Synchronizität abtut oder wertet, um es neutraler zu sagen. Ich denke, ich habe die wesentlichen Dinge wenigstens gesagt. Es könnte davon zeugen, dass wir hier natürlich aus der Balance sind, dass unsere inneren Werte durch Flutung zerstört sind, dass wir umgekehrte Verhältnisse haben, das Unterste zu Oberst ist. Und alles das sehe ich zumindest in meiner traumähnlichen, da mag Remote-Führung eine Rolle gespielt haben, Wertung der Dinge als erfüllt an. Es gibt noch andere, viel, viel mehr Hinweise bei anderen. Soyuz habe ich kurz mal angerissen. Wir haben das bei der Concorde auch. Die Concorde, wollen wir die Concorde noch nehmen? Nee, die lassen wir im anderen Vortrag. Wir nehmen Concorde bei der MIA, beim World Trade Center oder bei der Telegate-Werbung. Da gibt es noch ganz viel. Eine Sache sage ich noch mal, nur um zu zeigen, wie dieses Fischernetz, das Intras-Perlennetz zusammenhängt. Natürlich, das wird hier auch bekannt sein und damit hören wir dann wirklich auf, sonst machen wir noch ewig weiter. Auch die Titanic ist wieder verschränkt mit anderen Schiffen. Da gab es den Roman von dem Morgenson, oder wie heißt es? Ja, Robert Morgenson. Der hat in seinem Werk Der Titan das Schiffsunglück der Titanic bereits vorhergesagt. Ist das jetzt so ein Wunder? Hat er das vorhergesagt? Oder um die Bestie von der Leine zu lassen, als Spekulation? Oder diente sein Roman als Vorlage, als Blaupause für eine Aktion, die man später 1912 nachempfand? Und mit der Frage lasse ich Sie mal allein, einfach um die Verhältnisse wieder einmal umzukehren, im Denken wie auch eben in der Symbolik. Ich danke für die Aufmerksamkeit und den Leuten am Bildschirm zu Hause wünsche ich noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es war nicht zu überinterpretiert. Boah, jetzt habe ich vergessen. Egal. Dann danke.